Heute hat der Bauernverband eingeladen nach Hergeviel am Napf, um aufzuzeigen, dass die Landwirtschaft mehr beiträgt zur Wertschöpfung als nur das Bruttoinlandprodukt. Wir wollten vom Gemeindepräsidenten wissen, was die Bauern beitragen in seiner Gemeinde. Steuersubstrat, das muss man ehrlich sein, und da bin ich auch ehrlich. Das schlägt nicht oben aus, das ist klar. Weil die Bauern, wenn sie wieder ein bisschen Geld haben, das jetzt mal ja für das Schlusszeichen, tun sie investieren. Ich sage hier gerade anhand von diesem Beispiel, man hat immer etwas zu investieren auf den Betrieben. Sei das modernisieren oder auch nach den neuesten Tierschutzvorschriften, die man natürlich auch einhalten. Oder man tut vielleicht vergrössern oder man macht einen anderen Betriebszweig. Und dann ist das, liegt das auf der Hand, dass so immer investiert wird. Nein, das kann man sagen. Wir haben hier hinten das Glück, dass wir sehr gutes Gewerbe haben. Sieht das auf allen Branchen. Und man kann sie auch auf See verlassen. Wenn man sagt, man muss jetzt am Montag aufrichten, dann sind die am Montag da, vielleicht am Vortag schon. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Es sind natürlich auch zum Teil kleinere Betriebe. Also kleiner, das heisst manchmal 10, 15 Arbeitende. Aber auf die kann man sich verlassen und das müssen wir auch schätzen. Das denke ich, man ist voneinander abhängig. Es ist ein bisschen eine Win-Win-Situation. Und wenn man natürlich einen guten Service hat und gute Dienstleistungen, dann geht man sicher wieder auf den zurück. Direktvermarktung, das ist auch ganz eine ehrliche Antwort, können wir da hinten nicht so. Es ist vielleicht noch nicht so bei uns angelangt, weil unsere Bauern, wenn sie einen Zusatzverdienst oder einen Zusatzverdienst haben, gehen sie auf den Bau, gehen sie in die Zimmerei. Oder wir haben viele Frauen, die Lehrerinnen sind, oder in Alters- und Pflegeheim. So ist bei uns der Zusatzverdienst und weniger in der Direktvermarktung. Das Problem können wir, also nicht Problem, aber die Herausforderung ist bei uns nicht so gross wie vielleicht an anderen Orten. Aber ich denke, das ist legitim, die das machen und das auch gut machen, dass die das handeln und auch etwas zu ihrem Einkommen beitragen. Aber wir haben gute Abnehmer hier und dann stellt sich die Frage weniger, weil Direktvermarktung braucht natürlich auch Energie, braucht Zeit und Substanz und manchmal hat man die Ressourcen vielleicht auch nicht gerade. Und wenn man einen zweiten Job hat neben der Landwirtschaft, dann ist das schon weit über 100%. Gut, danke dir vielmals. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin nach hinten in Hergiswil. Ich wünsche euch auch viel Erfolg und es hat uns gefreut, dass ihr da seid. Und wir sind auch ein bisschen stolz. Also unsere Landgemeinde, vielleicht unsere Sorgen und unsere Herausforderungen dürfen in einer breiten Öffentlichkeit wiedergeben. Super, danke vielmals.